2014 war ein sehr aufregendes Jahr in der Technikwelt. Vor allem bei Smartphones hat sich einiges getan. Mehr Leistung, bessere Kameras, schärfere Displays und so weiter. Es gab viele Flaggschiffe, aber welche waren die 5 besten? Das möchte ich in diesem Video klären. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Auf Platz 5 landet das Motorola Moto X der zweiten Generation. Es kommt mit einem Qualcomm Snapdragon 801, 2 GB RAM und einer Adreno 330 Grafikeinheit. Zusätzlich gibt es ein 5,2 Zoll AMOLED-Display mit Full HD und einen Akku mit 3300 mAh. Zudem ist es super, dass Motorola die Oberfläche sehr nah am Stock Android hält. Somit bekommt man sehr schnell die aktuellsten Android-Updates. Und man kann es mit dem Motorola Moto Maker auf seinen Geschmack anpassen. Auf Platz 4 ist das Google Nexus 6. Im Nexus 6 ist die wohl beste Hardware verbaut, die man aktuell bekommen kann. Ein Qualcomm Snapdragon 805 in Kombination mit einer Adreno 420 Grafikeinheit und 3 GB RAM. Allerdings könnte eine Displaygröße von fast 6 Zoll für den einen oder anderen sicherlich abschreckend sein. Dafür hat das Display eine Quad-HD Auflösung, was echt cool ist. Aber der Preis von 699 € ist wirklich zu hoch. Das iPhone 6 ist auf Platz 3 der Top 5 Smartphones 2014. Es zeichnet sich durch eine überragende Bauqualität, ein flottes Arbeitstempo, eine extrem hohe Sicherheit im System und durch den wohl besten App Store aus. Wenn man iOS mag, wird man auch das iPhone 6 mögen, denn es hat sich in fast allen Punkten zum Vorgänger, dem iPhone 5S, verbessert. Nur der Preis fängt je nach Ausstattung bei 699 € an. Auf Platz 2 ist das Samsung Galaxy Note 4. Das Note 4 ist das erste Samsung-Smartphone mit Metallrahmen. Und es ist riesig. Ich meine, es ist ein Note, aber zum Glück gewöhnt man sich schnell an die Größe. Auch hier bekommt man die wohl beste momentan erhältliche Hardware. Doch leider zieht Samsungs TouchWiz-Oberfläche die gesamte Leistung den Bach herunter. Trotzdem ist das Samsung Galaxy Note 4 aktuell eins der schnellsten Smartphones. Auf Platz 1 ist das wohl am meisten umhypte Smartphone 2014. Der Hersteller selbst bezeichnet es als Flagship-Killer 2014. Der Preis ist eine Kampfansage. 269 bzw. 299 €. Natürlich das OnePlus One. Anfangs war es wegen dem Invite-System noch sehr schwer, an eins zu kommen. Aber mittlerweile geht es. Es gibt viele Gründe für ein One. Der Preis, die Performance, CyanogenMod und die epische Bauqualität. Meiner Meinung nach hat es sich den Titel Flagship-Killer 2014 verdient. Das waren also meine Top 5 Smartphones 2014. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches Smartphone ihr dieses Jahr am besten fandet. Dann bedanke ich mich noch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao.